Hallo, an diesem Lernraum, in dem ihr euch gerade befindet, hat sich einiges verändert. Wir möchten euch in zwei kleinen Videos so die wichtigsten Eckpunkte einmal näher bringen. Zum einen für alle, die Schwierigkeiten bei der Anmeldung haben, ein Anmeldehilfevideo und ein zweites Video, das sich beschäftigen wird mit der Orientierung im Lernraum. Wo ist eigentlich was? Wo klicke ich? Wie kriege ich bestimmte Fenster wieder dahin, wo sie vorher waren? Und so etwas alles. Beginnen möchten wir mit, naja, dem wohl wichtigsten, nämlich wie kann ich mich hier einloggen und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, sich einzuloggen? Insgesamt haben wir zwei verschiedene Varianten vorgesehen. Die eine ist, ihr habt in eurem Seminar einen Benutzernamen und ein Passwort bekommen, dann könnt ihr euch hier einloggen. Den Weg werden wir gleich als zweites einmal genauer anschauen. Zuallererst möchten wir euch den etwas einfacheren Weg zeigen, denn auch der wird hier im Bildungswerk bei uns verwandt, nämlich über einen sogenannten Kursschlüssel. Dieser Kursschlüssel dient dazu, dass alle Teilnehmenden aus dem Seminar praktisch mit dem gleichen Passwort Zugriff auf die Seminardaten bekommen. Wie genau geht das? Wir haben das mal exemplarisch hier für den Hilfekurs gemacht. Das funktioniert aber für alle anderen Seminare, die sich hier unter den Oberkategorien befinden, genauso. Gut, wir gehen mal den ganz normalen Weg. Ihr sucht euer Seminar, weil ihr im Bereich Bildungsurlaub ein Seminar im Bildungswerk besucht habt, drückt dort drauf und dann sollte euer Seminar in der Regel ganz oben erscheinen. In diesem Fall wollen wir Zugriff auf den Lernraum Hilfe haben, aber ihr seht auch vom Arbeitersport zum profitablen Investment und so weiter, all diese Seminare, die ihr hier seht und findet, sind auf die gleiche Weise zugänglich wie dieser Lernraum Hilfe. Entscheidend ist, dass ihr das Hilfepasswort habt. Also, wir wollen Zugriff darauf haben und werden den Raum deswegen jetzt auch mal auswählen. Ihr habt relativ präsent hier oben die Möglichkeit, einen Benutzernamen und Passwort einzugeben. Das habt ihr allerdings nicht, sondern ihr habt nur diesen Kursschlüssel, dieses eine Wort. Deswegen müsst ihr euch hier unten als Gast anmelden und dann bekommt ihr eine Oberfläche, auf der ihr euren Gastschlüssel eingeben könnt. Für das Seminar Lernraum Hilfe, also für den Kurs in diesem System, ist das Passwort Hilfe. Das gebe ich also hier ein. Wenn man auf Klartext drückt, kann man das auch sehen. Das muss alles klein geschrieben sein. Und wenn ich dann auf Speichern drücke, werde ich zurückverwiesen auf den Lernraum, in dem ihr die Daten einsehen könnt, ohne dass ihr vorher E-Mail-Adresse und so weiter, also persönliche Daten von euch preisgeben musstet. Hier in diesem Lernraum, der gerade am Entstehen ist, findet ihr einmal so die wichtigsten Fragen, die uns im Laufe der letzten Jahre so untergekommen sind, beantwortet. Und zum anderen werden hier gleich noch die Videos eingestellt, die hier gerade am Entstehen sind. Soweit die erste Anmeldemethode. Die zweite Anmeldemethode ist etwas, naja, also nicht komplizierter. Also eigentlich ist sie wesentlich einfacher, weil wir weniger drücken müssen. Wir gehen nochmal auf die Startseite zurück, also hier, und wir wollen uns für ein Seminar anmelden. Wir geben dazu hier bei Anmeldename und Kennwort unsere Daten ein. Also ihr habt einen Anmeldenamen bekommen und ihr habt auch ein Kennwort bekommen. Und wenn ich dann hier unten auf den Login-Knopf drücke, kann ich mich einloggen und sehe dann die Kurse, für die ich freigeschaltet wurde. In diesem Fall ist mein Benutzernamen nur für den Kurs Lernraum Hilfe freigeschaltet und wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich Zugriff auf diesen Kurs erlangen.
Das sind im Prinzip die beiden wichtigsten und auch einzigen Möglichkeiten, sich Zugriff auf die Seminardaten des Bildungswerks zu ermöglichen. Falls ihr selbst keine Seminardaten habt oder sie vergessen habt, könnt ihr natürlich unter support@lernraum.net diese Daten anfragen. In der Regel wird sich dann jemand von uns darum kümmern, dass er möglichst schnell Zugriff auf diese Daten bekommt. Ja, das soll es in einem ersten kurzen Video gewesen sein. Ich wünsche viel Spaß beim Nachklicken.